Also, One Decree Less for Peace ist entstanden, wie ich in Nachrichten diesen Überfall auf die Ukraine gesehen habe. Und habe dann da gesessen in meinem warmen Haus, warmen Wohnzimmer und habe darüber nachgedacht, was können wir tun, um dem zu begegnen, was können wir unternehmen. Und habe mich dann erinnert, dass man mit 1 Grad Energiereduktion im Wohnraum eine ganze Menge erreichen kann, 1 bis 2 Grad. Und habe dann am nächsten Tag nochmal recherchiert hier im Hause, gemeinsam mit unseren Solaringenieuren. Und da kam eben auch raus, mit 1,5 Grad können wir locker 10% des Energieverbrauchs einsparen. Und das war dann die Idee zu sagen, okay, fahrt eure Heizung um 1 bis 2 Grad herunter oder 1,5 Grad herunter, dann können wir 10% der Energie einsparen. Und das haben wir dann nochmal hochskaliert auf das Jahr Energieverbrauch in allen Wohn- und Bürogebäuden sozusagen, die wir haben. Also nicht die wir haben, die existieren in Deutschland. Und da kam auf dem ersten Satz, kam statistisch raus, nach den Bundesstatistiken, kam heraus 1,3 Milliarden, die damit pro Jahr gespart werden können und die sozusagen dem Krieg entzogen werden können für Rüstungsgüter etc. von Putin. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Ansatz für uns. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind ja statistische Zahlen aus 2020, 2021. Jetzt guckt doch einfach nochmal nach, was ist denn mit den Gaspreisen vorm Krieg, wenn wir die mal annehmen würden. Und da kamen dann raus fast 3 Milliarden pro Jahr schon. Und von heute will ich gar nicht reden, also mitten am 10. oder 11. Tag des Krieges von Putin, da ist es natürlich ein gigantisch höherer Betrag. Also man kann damit eine Menge bewegen und ich denke, das ist auch eine Maßnahme, den Leuten oder uns bewusst zu machen, was wir da im Prinzip auch, was wir damit unterstützen. Wir wollen mit unserer Aktion erreichen, dass wir dem Krieg, Putins Krieg, die Energie entziehen, sprich die Geldflüsse entziehen oder minimieren. Gleichzeitig minimieren natürlich unsere Kosten, sage ich mal, und wir schützen unsere Umwelt oder wir schonen unsere Umwelt. Und das sind alles Gründe dafür, dies zu tun.